Auf Einladung von Neufeld Kultur gastierte Kinderliedermacher Bernhard Fiebig im Kulturzentrum Dr. Fritz-Sinowatz. Etwa 200 Besucher und Besucherinnen sehen am 19. April das Programm Kuddelmuddel und Gesprudel. Kuddelmuddel und Gesprudel, was ist das für ein Gehude? Linker Arm und rechter Arm, jetzt fängt es richtig an. Genau, ein Schritt nach vor, ein Schritt zurück, die Knie beugen, alles wippt, die Finger zeigen so hinein. Und der Konzertbesuch ist nur ein Teil für einen richtigen Bernhard Fiebig-Fan. Denn nur zusehen ist hier fast nicht möglich. Das gemeinsame Singen auf der Bühne macht den Reiz aus. Papa, ich sag na na na. Na na na, na na na. Papa, ich sag na na na. Na, Hass, Horn, alles andere ist ein Schmarrn. Und so manches Kind kann die Texte schon ganz auswendig mitsingen. Sing du, Maya. Muff. Der kleine Teddybär wunderte sich manchmal sehr über seine Bärenmama. Es war ein Mädchen namens Anna. Das kommt nicht von ungefähr, denn auch im Alltag ist er immer präsent. Also wir waren schon auf zwei Konzerten von ihm und also immer wieder gefällt es ihm sehr gut. Wir haben auch CDs von ihm zu Hause. Und er hört sich immer wieder nach wie vor gerne an und singt doch immer fleißig mit. Also die Texte hören wir jedes Mal im Auto, da läuft nur Bernhard Fiebig und zu Hause auch. Also sie schaut die DVDs zu Hause und auch die Lieder. Also. Meine Tochter wächst zweisprachig auf und er hat den deutschen Anteil sozusagen, den deutschsprachigen Anteil. Kommt die Dschungelband herein, das bin ich und mein Freund Klaus. Kommt die Dschungelband herein, geht sie ständig wieder raus. Von der Küche bis ins Klo, doch das Zimmer ins Büro. Zieht die Band durch unser Haus, bis mein Vater ruft und raus. Dschungelband, bitte hinaus! Das ist natürlich für einen Künstler was Wunderbares, wenn die Lieder im Alltag des Publikums auch eine Rolle spielen. Und ganz besonders, wenn es natürlich Kinder sind. Denn ich glaube, da hat man eine große Verantwortung, wenn man etwas produziert oder etwas schreibt und die Kinder es dann im Alltag hören oder die Familien es dann hören, dann muss man sich, glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein, mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein da herangehen und die Lieder so schreiben, dass sie auch für die Kinderseele ein positiver Bestandteil werden. Trotz der kindgerechten Aufbereitung hat Bernhard Fiebig mit dem Computer doch einen großen Konkurrenten. Ich habe einen großen Bruder und in seinem Computer, ich hab's nicht geglaubt, das sind Bernhard Fiebig Lieder drin. Deshalb habe ich ihn gefragt, ob er mir die geben mag. Aber ja, sagt er ganz leicht, warte kurz, was mache ich gleich? Aber so wie in seinem Lied sieht er das doch sehr entspannt. Ich nütze ja selbst den Computer auch natürlich. Und ich glaube auch, dass der Computer und die neuen Medien ein ganz wichtiges Element sind in der Erziehung. Also das darf man ja nicht unterschätzen. Das ist das Leben, so wie es sich heute abspielt. Und da muss man die Kinder auch darauf vorbereiten und mit ihnen mitgehen. Und man muss sich auch selber bilden. Und das versuche ich auch. Und dieses Medium nützen. Aber ich denke, Musik, das ist etwas Unsterbliches. Also das Bedürfnis zu tanzen, Musik zu machen, zu singen, selbst zu singen, mit anderen zu singen, also das wird nicht umzubringen sein. Nicht? So wie man im Wienerischen sagt, den Wurstl kann keiner da schlagen, also so glaube ich, sehe ich das bei meinen Konzerten auch. Und so geht wieder ein Mitmachkonzert, das viele kleine Bühnenstars hervorgebracht hat, zu Ende. Ja, für die Erwachsenen, die sich das Konzert angetan haben. Und klatsche für Herrn Gemeinderat Kurt Strabitz. Setz dich bitte langsam nochmal nieder. Ich möchte noch ein paar Dinge sagen. Kannst du wieder hineingehen, wo du vorhin gesessen bist?